Minded opinions could never come near this, for my outlook on life is a profound view. Tagesschau, schau, das macht Schlagzeilen. Haare. Und Regen. Die flankierenden Maßnahmen. Bundesrat Gassis will bei den flankierenden Maßnahmen neue Wege gehen. Denn die Leute leiden meistens daran, dass sie zu kurzbeinige Auffassungen haben, einen zu beschränkten Horizont. Man denkt gar nicht an die Möglichkeiten, die auch noch sind. Man kann nur sagen, wie es ist und sich damit unpopulär machen. Eine Aussage mit Knallwirkung im Parlament. Kritik von rechts und von links. Wir sind schockiert. Sehr überrascht. Ist da die Rede? Nathalie Christen im Bundeshausstudio. Also ich halte das für Schönreden. Wenn ein Bundesrat mitten in Verhandlungen zu einem Rote-Linien-Thema sagt, beide Seiten müssten über ihren Schatten springen, dann muss er sich wirklich nicht wundern, wenn man das als Nachgeben interpretiert. So riskiert er gleich das junge, zarte Pflänzchen von Gutwill und Vertrauen. Nicht wahr? Das Leben dieses rationalen Spezialisten ist zu einseitig, zu armselig und hat darum gar keinen eigentlichen Sinn. Darum kann in jedem Moment seines Lebens kann ihn plötzlich der Zweifel befallen, was hat denn mein Leben eigentlich für einen Sinn? Dass ich da immer dieselben Sachen predige und so weiter. Und da kann dann eine Neurose einsetzen. Eine Baustelle im Kanton Wallis. Auf der Autobahn. Ich ärgere mich des Öfteren, wie viele Leute auf der linken Seite haften bleiben und rechts weit voraus niemand ist. Und es getraut sich, dann man muss abbremsen, es getraut sich auch niemand rechts vorbeizufahren, weil eben eine Rechtsunsicherheit besteht. Immer ist das Rettungsschiff Aquarius mit Migranten an Bord auf dem Mittelmeer unterwegs. In engen Grenzen dann auch die Kompromissbereitschaft. Zusammenarbeiten sollten. Einen Reim auf den gestrigen Gipfel. Saure Zipfel. Tja, äußerst lecker. Am besten passt dazu ein Brot und frische Meerrettich. Den habe ich jetzt allerdings nicht da. Wie wird es aber so schmecken? Hagelsensoren. Doch ob der Hagel am Boden tatsächlich eintreffe, habe man bisher nicht genau sagen können. Nicht nur ausgesprochen tapfer, sondern auch noch ausgesprochen putzig. Susan Wille. Der Rundschau-Talk ab 5:05 aus dem Medienzentrum Bern. Danke nach Bern, das ist der Stand der Dinge im Moment. Hier geht es jetzt weiter mit Meteo und dann geht es ums große und ums kleine Geld. Und einen schönen Abend. The weak-minded opinions could never come near this, for my outlook on life is a profound view. Meteo wird Ihnen präsentiert von Rise. Meteo ist Ihnen präsentiert worden von Rise. Hello! Hello! Hunderte Milliarden von Franken. 1 Milliarde Schweizer Franken. 100 Millionen Franken. 1 Milliarde Franken. 800 Millionen. 1 Milliarde Franken. 215 Millionen. Milliarden. 110 Franken Fernverkehrslinien. 1 Milliarde Franken. 1 Milliarde Franken.